Es ist warm. Amen. Es ist warm. Aber wisst ihr was? Ich komme ja aus Mittelasien. Und da war es im Sommer sowieso immer heiß. Ähnlich wie jetzt, ja, so wie jetzt. Im Schatten 35, 40, das war normal im Sommer in Usbekistan. Und da versammelten wir uns in den Häusern. Und die Häuser waren nicht klimatisiert. Und das waren kleine Häuser. Man saß so eng beieinander. Und das war echt sehr steckig. Aber trotzdem, man kam und fand das auch gut, weil, naja, man kannte auch nichts anderes. Wenn man Luxus kennt, dann kann man vergleichen. Wenn man das nicht kennt, dann freut man sich, dass man einfach so kommen kann. Und wenn da mal irgendwelche Beschwerden kamen, da gab es einige Brüder, die das zu sagen, so pflegten wie, in der Hölle wird heißer. Lieber hier zu sein und schwitzen, als in der Hölle schmoren. Also, ihr habt das gut. Deswegen genießen wir diese herrliche, warme Atmosphäre. Ihr Lieben, ich möchte heute weitergehen mit dem Thema, was ich angefangen habe. Das Thema ist echt sehr, sehr, sehr aussagereich und man kann das nicht mit einem oder zweimal abhacken. Wie Jesus werden. Wie Jesus werden. Jesus war wie der Vater. Und wir sollen so werden wie Jesus. Jesus sagte, ich kann ohne meinen Vater nichts tun. Also ich habe jetzt so ein Mikrofon, ich weiß gar nicht wohin mit den Händen. Jesus sagte, ich kann ohne meinen Vater nichts tun, aber er sagte auch, ihr könnt ohne mich nichts tun. So wie er ohne Vater nichts tun konnte, so können wir ohne Jesus nichts tun. Und wir haben das verstanden, wir haben das erkannt und wir sagen das auch, wir können ohne Jesus nichts tun. Sagen wir das? Kommt, wir können ohne Jesus nichts tun. Vor allem nicht das, was dem Herrn gefällt. Das, was im Reich Gottes getan werden soll, so wie Jesus, er war ja ganze Zeit unterwegs im Namen des Vaters, so können wir auch ohne ihn nichts ausrichten, was Gott gefallen würde. Also unser Ziel ist klar, wir wollen wie Jesus werden, ihn widerspiegeln. In unserem Denken, da gibt es noch viel zu tun, Amen. In unserem Denken Jesus zu widerspiegeln. In unserem Reden, dass wir Worte reden, wie Jesus reden würde. In unseren Taten, aber auch in unseren Charakterzügen. Dass wir sein Wesen einfach widerspiegeln. Das ist mein Ziel und ich hoffe doch deins auch. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater. Und dann sind wir zufrieden. Jesus sagte, Philippus, so lange bin ich schon bei euch und du sagst, zeig uns den Vater. Weißt du denn nicht, dass derjenige, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen? Jesus konnte das sagen. Können wir das sagen, wenn jemand uns sieht, hey, der mich gesehen hat, der hat Jesus gesehen? Das ist unser Ziel, dass wir das können. Dass das nicht nur Wunschdenken ausgesprochen ist, sondern auch Realität entspricht, Wahrheit gemäß. Dass mein Charakter, meine Worte, wie ich mich benehme, dass nicht nur ich selbst, dass mein Gewissen bezeugt es und der Heilige Geist bestätigt es. Ja, das stimmt. So wie du jetzt bist, so widerspiegelst du Jesus. Und dass auch von außen Menschen sagen, hey, ich bin mit ihr oder mit ihr, ich habe ihr, sie oder ihn getroffen. Und weißt du was? Es schien mir so, als ob ich mit Jesus gesprochen hätte. Ihr Lieben, das wünsche ich mir so sehr für mich selbst, aber für uns alle. Dass wir alle gemeinsam in eine Richtung marschieren. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr. Dass die Worte, Taten, Charakter, dass alles so wie bei Jesus ist, davon träume ich. Lass uns zusammen träumen. Wir haben gehört über, so wie Jesus zu werden im Gehorsam. Haben darüber gesprochen, ich werde das alles nicht wiederholen. Dann haben wir gehört, so wie Jesus zu werden in Demut.
Derjenige, der diese Einheiten verpasst hat, kann nachschauen oder nachhören. Es gibt bei YouTube unser Kanal Haus der Begegnung oder auch bei Facebook Haus der Begegnung Seite. Da gibt es auch alle Predigten, die hier, naja, letzte Zeit verkündet wurden. Also wie gesagt, man kann da dieses Info oder diese Predigten oder diesen Stoff nachhören, und es ist wirklich gut, dass wir alle zusammen mit gleichen Inhalten getränkt sind, dass wir in eine Richtung gehen, dass wir gleiche Ergebnisse dann auch haben. Nicht, dass ein paar waren drin und haben mitgekriegt und haben zugehört, und dann siehe da, nach kurzer Zeit oder längerer Zeit siehst du schon Frucht, und andere wundern sich, was ist mit denen los, warum sind wir anders? Wir wollen gemeinsam gehen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir gemeinsam das Wort hören, dass wir gemeinsam das Wort verinnerlichen, auch leben und gemeinsame Resultate haben. Bereite dein Herz für das Wort Gottes. Es liegt an dir, ob der ausgestreute Same des Wortes in deinem Herzen auf guten Boden fällt. Wir haben das schon vorigen Sonntag gehört. Das liegt nicht an dem, der ausstreut, sondern es gab da vier Böden, von denen Jesus erzählte in seinem Gleichnis über Sämann. Vier Böden. Erster lag nicht gut, wie man sagt, was nicht gut liegt, das wird geklaut. Das heißt, es wurde nicht vertieft oder nicht verinnerlicht. Da kamen die Vögel und pixten weg. Mit anderen Worten, kamen Dämonen und haben das gestohlen. Das Wort ist weg. Man kann sich auch fast an nichts mehr erinnern. Was war denn da? Worüber wurde denn gepredigt? Die anderen steht wiederum diejenigen, die unbeständig sind. Die sind zwar da und wollen was anscheinend. Das Wort kommt in ihr Herz und wird was bewegt. Aber die sind unbeständig, die bleiben nicht dran. Und das Wort wird ausgetrocknet und bringt keine Frucht mehr, geht ein. Und dann noch ein Boden, da wo die Sorgen oder Verlangen nach Reichtum oder zu beschäftigt sein, diesen Samen des Wortes erstecken. Und das gibt auch keine Frucht. Diese drei Böden wollen wir nicht sein. Amen. Es gibt da zum Glück noch einen Boden. Ein guter Boden, sagt Jesus. Und dieser Boden brach Frucht. 30, 60, 100-fach. Sei du ein guter Boden. Amen. Sag das bitte zueinander. Sei du ein guter Boden. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal kurz beten. Vater, wir beten zu dir, dass du uns hilfst, dass wir wirklich guter Boden sind. Dass wir dein Wort hören, wie dein Wort, ohne Vorbehalte. Dass wir unser Herz bereiten und wirklich sorgfältig mit dem umgehen, was wir hören. Begießen und darauf achten, dass dein Wort in uns wächst, damit wir wirklich Frucht tragen, damit wir Resultate sehen. Halleluja. Hilf uns bitte, dass wir es nicht zulassen, dass das Wort uns gestohlen wird. Oder dass wir unbeständig sind. Oder dass wir mit Sorgen beladen sind. Sondern hilf uns bitte, guter Boden zu sein. In deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, heute ist das Thema, wie Jesus werden in Hingabe. Hingabe, was bedeutet Hingabe? Ich habe so im Wörterbuch nachgeschlagen, und da gibt mehrere Bedeutungen. Ganze Menge Begriffe. Hingebung, Einsatz, Einsatzbereitschaft, Eifer, Engagement, Leidenschaft, Nächstenliebe oder auch Aufopferung, Selbstaufopferung, Opferbereitschaft, Entsagung, Entäußerung, Preisgabe, Weggabe, Abtretung, Verzicht, Überlassung, Auslieferung. Wenn man das alles so hört, wer möchte das schon
Hingabe leben. Es scheint so, als ob man wirklich alles außer Kontrolle gibt und gar nichts mehr bestimmen kann, einfach mal abgeben, abtreten, ausliefern, aufopfern. Aber wie wollen wir Jesus werden? Und Jesus war hingabevoll. Jesus lebte absolute Hingabe, absolute Aufopferung. Das hat er uns vorgelebt. Er kam vom Himmel zur Erde. Er hat die Throne im Himmel verlassen. Die herrliche Herrlichkeit. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, was er alles hatte und worauf er verzichtet hat. Freiwillig. Worauf er verzichtet hat, um auf diese Erde zu kommen. Und diese Erde, wisst ihr was, diese Erde wartete nicht auf ihn. Er kam und keiner wollte ihn haben. Er musste in einem Stall zur Welt kommen. Er war den Menschen ausgeliefert. Sohn Gottes, der die Herrlichkeit hatte, hat sich sowas von ausgeliefert, sowas von hingegeben, total ganze Kontrolle abgegeben. Die Menschen hatten ihn jetzt in der Hand. Natürlich war immer noch sein Vater im Regiment. Natürlich saß immer noch Gott auf dem Thron und konnte bestimmen, was passiert, was nicht passiert. Aber von Jesu Seite, als Baby zur Welt zu kommen, du bist da sowas von hilflos. Auf Hilfe der anderen angewiesen. Also null Kontrolle über sein Leben. Das hat er freiwillig selbst abgegeben. Die Kontrolle hat er abgegeben. Und ich denke, sogar wenn wir das alles hören, möchte ich trotzdem wie Jesus werden. Du auch? Hingabe, es ist eine Frage des Vertrauens. Du kannst dich nur dem hingeben, dem du vertraust. Jesus vertraute vollkommen seinem Vater. Er kannte ihn. Jesus kannte seinen Vater. Deswegen konnte er ihm vertrauen. Du kannst nur dem vertrauen, den du kennst. Ist das so? Wenn du eine Person nicht kennst, kannst du dich dieser Person anvertrauen? Hukmet, kommst du bitte her? Vertraust du mir? Natürlich. So, das werden wir jetzt testen. Lass dich fallen. Nach hinten. Oh, er vertraut mir. Und was, wenn er dich nicht gefangen hätte? Hast keine Angst? Ich weiß ja, dass du mich fängst. Halleluja, er vertraut mir. Das war auch Hingabe. Hat sie hinfallen lassen. In meine Hände sie hingegeben. Er kennt mich, er vertraut mir. Danke, Hukmet. Ich danke dir. Als meine Tochter, meine einzige, ich habe ja 5 Jungs und eine Tochter, wir, meine Frau und ich, die sind schon alle erwachsen mittlerweile. Aber damals, als sie noch klein war, mein kleines Mädchen, das hat sie sehr gerne gehabt, einfach mal so hinzustellen und nach hinten zu fallen, weil Papa immer fängt. Das hat ihr Spaß gemacht. Immer wieder hat sie das gemacht, bis eines Tages. Wir hatten Besuch. Ich stand und redete mit jemand, ohne sie zu sehen. Ich redete und sie kam, so wie sonst, drehte sich zu mir mit dem Rücken und fällt hin. Und ist hingeknallt. Oh, es hat mir sehr leid getan, aber ich wusste es nicht, ich habe das nicht gesehen. Seitdem war das nicht mehr so, sie wollte das nicht mehr. Obwohl, wenn ich die sehen würde, würde ich sie doch immer fangen. Ist ja klar. Es passiert. Es war nicht gut. Oder auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Väter, also ich war auf jeden Fall so, solange die Kinder noch klein sind, die Babys noch nicht stehen können, sie versuchen ein bisschen zu stehen und du stellst sie auf die Hand. Ich habe solche Fotos mit meinen Kindern, fast mit allen habe ich das gemacht, außer Stanley. Mit dem hat das nicht funktioniert, weil wir gerade eine Bauphase hatten und er hatte keine Zeit, das zu praktizieren. Aber sonst standen sie alle auf meiner Hand, ganz stramm. Sie konnten noch nicht richtig stehen, aber ich habe sie so balanciert. Sie vertrauten einfach. Ihr denkt vielleicht, was für ein Vater bist du denn? Ganz normaler.
Ich habe meine Kinder über alles geliebt und ich würde niemals zulassen, dass sie fallen. Und wenn ich das mache, dann nur aus dem Grund, dass ich sicher bin, es wird denen nichts passieren. Die sind so winzig klein. Und jederzeit hätte sie natürlich aufgefangen, falls etwas schiefgelaufen wäre. Auf jeden Fall, es war herrlich, dieses Vertrauen auszuleben. Du siehst einfach das Kind und denkst, so ein Wesen, das dir ganz, ganz, ganz vertraut. Absolut. Das kennt dich. Das Kind kennt den Vater oder die Mutter. Und aus diesem Grund vertraut das Kind seinen Eltern. Du gibst dich auch jemanden hin, der meistens stärker und größer ist als du. Ich bin zwar nicht größer als Hukmet, aber wenn Stärke angeht. Auf jeden Fall, im normalen Fall ist das wirklich so, dass derjenige, der stärker ist und größer ist, da diese Hingabe zu praktizieren, ist einfacher als umgekehrt. Und unser Vater ist wirklich groß. Unser Vater im Himmel ist wirklich stark. Und wisst ihr was, Jesus, dem wir vertrauen, ist auch groß und ist auch stark. Und er ist in der Lage, auf uns aufzupassen, in jede Lage unseres Lebens. Amen? Amen. Amen. Er ist der gute Hirte. Kannst du ihm vertrauen? Kannst du deinem guten Hirten vertrauen? Wisst ihr was, wenn die Schafe ihrem Hirten nicht vertrauen, sie werden verhungern und verdursten. Die Schafe müssen dem Hirten vertrauen. Sie müssen dem Hirten folgen, damit sie zu dem Essen kommen, zu diesen grünen Auen und Wiesen da und Wasserquellen und so. Der Hirte weiß, wohin er seine Herde führt. Deswegen vertrauen die Schafe dem Hirten. Wir sollen auch unserem guten Hirten vertrauen. Das heißt, alles, was in seinem Wort steht, das ist wahr. Dem vertrauen wir blendend, weil das so steht, weil unser Gott treu ist und gerecht ist. So dass seinem Wort steht, wird es passieren. So ein Vertrauen erwartet von uns Gott. Und da können wir auch uns ihm voll und ganz hingeben. In Sprüchen 3,5 lesen wir, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Was für eine Aussage. Vertraue nicht deinem Verstand, vertraue nicht deinem Wissen, vertraue nicht deiner Erfahrung, sondern vertraue dem Herrn. Und während du ihm vertraust, welche Probleme auch da gibt, er wird dafür sorgen, dass da einfach deine Pfade geebnet werden. Er hat das versprochen, das ist sein Wort. Das möchte er von uns erwarten. Und da gibt es natürlich auch Hingabe. Man sagt, Herr, ich gehöre dir. In der Lage stecke ich jetzt im Moment. Die und die Berge sind um mich herum. Ich kenne weder ein noch aus, aber ich vertraue dir. Und ich sorge mich nicht. Ich gebe diese Sorgen ab auf dich ab. Ich werfe sie auf dich. Das erwartet von uns Gott. Das ist ein Zeichen des Vertrauens. Das ist ein Zeichen der Hingabe. Ich gebe mich hin in seine Hände. Gib alles dem Herrn hin. Er verdient dein Vertrauen. Amen. Er verdient dein Vertrauen. Wenn hier jemand hier vertrauenswürdig ist, dann ist es unser Jesus. Er ist durch und durch vertrauenswürdig. Das Zweite, lass los. Jesus verließ den Himmel. Er hat losgelassen. Er hat losgelassen. Das ist auch ein Zeichen der Hingabe. Das, was du, deine Sicherheiten womöglich, was du denkst, hey, wenn ich in dem und dem Gott vertraue, wie wird dann mein Leben aussehen? Aber wenn du sicher bist, Gott hat zu dir gesprochen, du hast sein Wort gelesen oder predigt und dein Herz brannte, dass die oder die Aufgabe, das wäre deins. Und du denkst, ja, aber wenn ich jetzt diesen Schritt mache, wie wird das mit meinen Finanzen stehen? Wie wird mit meiner Absicherung stehen? Wir lieben es doch so, abgesichert zu sein. Doch genau hier erwartet Gott von uns Vertrauen, dass wir uns ihm in seine Hände hingeben. Wir folgen ihm. Und wisst ihr was, wenn es sein soll, wir verlassen das Bequeme.
weil Bequemlichkeit steht uns sehr oft auf dem Weg, auf diesem Weg, der Gott mit uns gehen möchte. Wir entscheiden uns also, ihm, dem guten Hirten, zu folgen. Auch wenn vielleicht diese Weide, wo wir gerade sind, uns gut gefallen hat. Aber weißt du was, die ist vielleicht schon abgeerntet, abgegrast, genau. Und von daher, der Hirte weiß, was dran wäre. Es ist ein Lernprozess, ihm zu vertrauen. Vor 9 Jahren ungefähr wurde ich mit meiner Familie eingeladen, in diese Gemeinde zu kommen. Es war auch nicht einfach. Die Kinder waren da voll involviert, da wo wir waren in der Gemeinde, haben sich absolut wohlgefühlt und waren gar nicht begeistert. Diese Idee schien denen gar nicht so angenehm zu sein. Und da habe ich auch dieses Beispiel gebracht mit Jesus Christus, der es gut hatte im Himmel. Aber der hat auch den Auftrag wahrgenommen. Und dann sagte ich denen auch, wenn wir das als Auftrag sehen, Gott wird uns segnen. Es geht jetzt nicht darum, wo wir uns wohlfühlen, sondern es geht darum, den Willen Gottes zu erfüllen. Und ich spüre auf dem Herzen, das ist unser Auftrag, dass wir jetzt nach Kröpeling gehen. Die haben das angesehen. Sie haben ihrem Vater vertraut. Und hingabevoll gekommen. Gott hat Segen geschenkt. Und hat auch Frucht gegeben. Dafür danke ich ihm. Abraham musste das Gute verlassen, um das Beste zu bekommen. Oft ist das so in unserem Leben. Wir müssen das Gute verlassen, um das Bessere zu bekommen. Weil du bekommst das andere, wenn du das, was du hast, nicht loslässt. Gottvertrauen heißt loslassen, natürlich wenn er sagt. Nicht, dass du jetzt hörst die Predigt und sagst, ach, ich muss alles loslassen, meine Arbeit kündigen und. Das habe ich nicht gesagt. Hör auf dein Herz und hör auf Gott, auf deinen guten Hirten, was er mit dir vorhat. Einige haben den Witz sicherlich schon gehört, den ich jetzt erzähle, aber ich erzähle ihn trotzdem. Also einer war in den Bergen unterwegs. Es waren solche hohen, gefährliche, felsige Berge. Und dann rutschte er voll ab, das war auch außerdem ein Atheist, rutschte voll ab und dann letzte Möglichkeit war, dass er da einen ausgedruckten Ast, nach einem ausgedruckten Ast griff und hängen geblieben. Und er verstand, dass er nicht so viel Kraft hat und ob dieser Ast noch lange hält, wusste er auch nicht. Und somit hat er angefangen, um Hilfe zu rufen, aber da kam keiner. Und dann dachte der Atheist, okay, dann rufe ich nach Gott. Er sagt, Gott, bist du da? Also Gott sagt, ja, ich bin da. Kannst du mir helfen? Gott sagt, ja, ich kann dir helfen. Dann hilf mir bitte. Gott, lass los. Ich fang dich. Nein, das wollte er natürlich nicht. So viel Vertrauen hatte er nicht, weil er Gott nicht kannte. Und dann rief er, gib's hier noch jemand? Die Ende kann man sich ausmalen, wie man will. Auf jeden Fall, Gott erwartet von uns manchmal wirklich, dass wir uns loslassen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir wirklich wissen, er wird mich auffangen. So wie der Hukmet wusste, ich werde ihn auffangen. Woher wusste er das? Er kannte mich. Er kennt mich. So ist es mit Gott. Wenn wir ihn kennen, in jeder Situation, wenn er sagt, lass los, sollen wir so reagieren und loslassen. Abraham hat losgelassen, seine gewohnte Umgebung, seine Verwandten, alles, was er da hatte, natürlich einiges hat er mitgenommen, so, aber seine Umgebung, also wie Gott ihm sagte, so hat er auch gemacht. Er war einfach gehorsam. Er hat Gott vertraut. Und weil er Gott nicht nur vertraut, sondern auch geglaubt hat, weil Vertrauen und Glauben, die sind ganz nah beieinander, hat Gott ihm den Glauben zur Gerechtigkeit zugerechnet. Und das ist für uns ein Vorbild, dass wir durch den Glauben gerecht werden können, weil Abraham das schon erlebt hat. Und das ist für uns eine Zusicherung, die Bibel uns vermittelt. Kenne deinen Gott. Pflege eine enge Beziehung zu ihm, dann wirst du ihm vertrauen können. Amen. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn,
dann ebnet er selbst deine Pfade. Dein guter Hirte ist in der Lage, dich mit allem zu versorgen. Und er möchte, dass du ihm vertraust. Seht auf die Vögel, sagte Jesus in Matthäus 6, 26 bis 30, werden wir nicht lesen. Die Begebenheit kennen wir auch, wo Jesus spricht darüber, dass die Menschen sich, dass seine Nachfolger sich keine Sorgen machen sollen. Er sagt, schaut doch die Vögel an. Gott versorgt sie. Gott versorgt sie. Und warum soll er euch nicht versorgen? Ihr seid doch viel besser als diese Vögel. Ihr seid nach Gott im Abbild geschaffen. Und außerdem jetzt gehört doch noch Jesus. Er wird sicher jeden versorgen. Alles, was wir haben, gehört Gott. Amen. In Matthäus 6, 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Das ist seine Zusicherung wiederum, dass wir an erster Stelle Gott suchen, an erster Stelle Gott vertrauen, an erster Stelle das tun, was Gott von uns erwartet. Und dann, dass wir uns keine Sorgen machen, alles, was wir brauchen, gibt uns unser guter Vater. Die ersten Christen, lesen wir in Apostelgeschichte schon am Anfang, die ersten Christen verkauften ihre Häuser, ihre Grundstücke und das erlöste Geld brachten sie zu Füßen der Apostel. Was war das? Warum taten sie so etwas? Es steht nirgends, dass die Apostel das verlangt hatten. Sehen wir nicht, lesen wir nicht, dass da etwas darüber stand, dass sie etwas erwartet hatten. Ich sehe das einfach, das war die Bewegung des Geistes und das war ihre Hingabe an Gott. Das, was sie hatten, das war gerade ihre Sicherheit. Das hatten sie und auf einmal hören sie die Botschaft, auf einmal erleben sie die Gegenwart Gottes, sie erleben den Heiligen Geist und wir wollen Gott vertrauen. Sie sagen, wir suchen zuerst das Reich Gottes. Es ist egal, was wir besitzen, wir verkaufen, wir geben ab und damit signalisieren wir vertrauen Gott. Gott, wir vertrauen dir. Und sie brachten diese Sachen zu Füßen, sind den Aposteln, das waren seine Beauftragten auf der Erde. Wo wirst du sonst Gott finden? Einige sagen, ja, wenn Gott hier wäre, würde ich ihm was abgeben. Also ich will jetzt nicht in irgendwelche finanzielle Sachen hinaus oder sowas. Ich sage nur, was die Sachen der Hingabe betrifft. Ich möchte das nur unterstreichen, dass die Menschen, die Gott vertrauen, die Menschen, die Gott glauben, da können sie so handeln, wenn es sein soll, wenn der Heilige Geist sie dazu bewegt. Also in dem Fall war das so, das war das Werk des Heiligen Geistes, dass sie wirklich ihre Kontrolle, die Kontrolle über ihren Leben einfach Gott übergaben, ihre Sicherheit, alles, was sie hatten. Weil wir haben auch erlebt, die Begebenheit, wo Jesus mit einem reichen Mann gesprochen hat und sagte, wenn du mir nachfolgen willst, ja, du bist doch schon so gut und Gebote hast du gehalten, jetzt geh bitte nach Hause, verkaufe, was du hast und verteile an die Armen. Und das hat dem reichen Mann gar nicht gefallen. Er hat das nicht gemacht. Er konnte diese Hingabe nicht leben, obwohl Jesus ihm direkt das gesagt hat. Es sind Unterschiede. Diese Menschen in Apostelgeschichte, die haben zuerst das Reich Gottes gesucht. Und das, was der Heilige Geist ihnen aufs Herz legte, das haben sie auch gemacht, mit weniger Ausnahme. Wir kennen die Geschichte von Ananias und Sapphira. Das war Ausnahme. Die versucht haben, auch so zu machen, als ob sie auch das tun, aber das war einfach gelogen. Also Hingabe ist auch etwas hinzugeben. Alles, was wir sind und alles, was wir tun, sollen wir Gott hingeben. In Kolosser 3,17 lesen wir, und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles, was ihr tut, egal wo du bist, ob du auf deiner Arbeit bist, ob du auf Reisen bist, ob du im Urlaub bist, alles, was du tust, alles soll im Namen des Herrn getan werden. Alles so, als ob du für ihn es tust. Dadurch soll er geehrt werden. Im Namen von Jesus Christus, der Vater, soll geehrt werden. Mit anderen Worten, für den Herrn nur das Beste. Für den Herrn nur das Beste. Manche geben nur die Reste.
aber für den Herrn gehört das Beste und nicht die Reste. Halleluja. Unsere Zeit gehört Gott. Gebe sie ihm hin. Gott möchte, dass wir ihm Zeit geben. Natürlich, das ist klar, dass man auch zur Arbeit geht, dass man auch Geld verdienen muss, dass man auch Familie versorgen soll und einige Zeiten gehen in diese Richtung, also sehr, sehr viel Zeit geht in diese Richtung. Aber es ist wichtig, dass wir die Zeit mit dem Herrn nicht vernachlässigen, dass da wir auch die Hingabe leben und verstehen, das gehört dazu, ich muss die und die Zeit dem Herrn widmen, damit ich mit ihm Gemeinschaft pflege, sonst wirst du austrocknen. Ohne Wasser trocknet man aus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Matthäus 6, 33. Womit verbringe ich meine Zeit? Das könnte sich jeder diese Frage stellen. Womit verbringe ich meine Zeit? Oder wofür gebe ich mein Geld aus? Was ist mir wert? Oder was beschäftigt meine Gedanken? Oder was sind meine Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die ich mir eingeeignet habe, die mich hindern, Gottes Absicht und seine Führung mich hinzugeben? Was hindert mich und steht zwischen Gottes Plan, das, was er für mein Leben geplant hat, und mir? Weiter, unser Leib gehört Gott. Es ist warm, weiß ich. Es ist vielleicht schwer, euch jetzt auf die Rede zu konzentrieren. Aber trotzdem, seid bitte wach. Huhu, wach werden. So, unser Leib gehört Gott. Römer 12, 1 lesen wir: Ich ermahne euch nun, schreibt Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienste. Einige feiern vernünftig, die anderen womöglich nicht vernünftig. Hier steht, vernünftiger Gottesdienst ist, nicht nur am Sonntag, sondern unser Leben lang, überall wo wir sind, wir sollen unsere Leiber ihm hingeben. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus ermahnt, gebt eure Leiber Gott hin. Mit anderen Worten, der wahre Gottesdienst ist, du sollst dich Gott vollkommen ausliefern. Er soll über dich verfügen, über dein Leib. Ein lebendiges Opfer, das heilig ist und Gott wohlgefällig. Heilig, wissen wir, heilig heißt abgesondert. Abgesondert für Gott, gehört Gott. Mein Leib gehört Gott. Mein Leib gehört nicht mehr mir. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, mein Leib gehört Gott. Und dieser Leib darf nicht alles machen, was er gerade will, sondern dieser Leib soll sich dem Geist unterordnen. Und dieser Geist lädt Jesus ein und sagt, regiere du in mir, in allen meinen Gliedern. Jesus möchte über sein Leib verfügen. Ihr Lieben, wir sind doch sein Leib, Leib Christi. Jeder von uns ist ein Teil von diesem Leib. Und natürlich möchte Jesus Christus über diesen Leib verfügen, wie auch du über dein Leib verfügen willst. Unser Geist verfügt über unser Leib. Wenn unser Geist aus dem Leib raus ist, ist der Leib nicht mehr lebendig. Das ist eine Leiche. Mit der kann man nichts mehr anfangen. Weil Jesus sie hingegeben hat, können wir leben. Weil wir uns ihm hingeben, oder wenn wir uns ihm hingeben, kann er leben. Er kann hier auf Erden seinen Leib gebrauchen. Verstehen wir das? Er hat sie hingegeben, damit wir leben, damit er jetzt aber hier lebt, er ist im Himmel, aber damit er hier seine Ziele erreichen kann und hier lebt, braucht er uns und sagt, gebt euer Leiber mir zur Verfügung.
Ich will über euch verfügen. Wie unser Geist verfügt über Körper, so auch Jesus will uns über sein Leib verfügen. Wie unser Leib ohne Geist tot ist, so ist auch die Gemeinde, wenn sie sich Jesus nicht zur Verfügung stellt, wird nicht lebendig sein können. Eine tote Gemeinde nützt keinem. Deswegen steht hier, stellt euch Gott zur Verfügung, gebt eure Leiber hin als Opfer, als lebendiges Opfer. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich das wiederholen soll. Ist es angekommen? Weil Jesus sich hingegeben hat, können wir leben. Wenn wir uns ihm hingeben, kann er leben. Er kann auf dieser Erde seinen Leib gebrauchen. Jesus lebte absoluter Hingabe. Und wir sollen auch absoluter Hingabe leben. Dann kann Jesus hier das tun, was er will, was er vorhat. Amen. Und damit wir auch Leben im Überfluss haben, wir lesen ja, es steht geschrieben, Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht ein Solala-Leben haben, so ein mittelmäßiges Leben, sondern Leben im Überfluss. Dass wir erfüllt sind mit Leben und dass dieses, womit wir erfüllt sind, auch überfließt und noch andere befruchtet. Damit das Leben überfließt, muss man sich Gott total hingeben. Verstehen wir das? Man muss sich Gott total hingeben. Ohne Hingabe keine Kraft. Ohne dass wir uns Gott hingeben, kann Gott in unserem Leben nicht wirken. Also es gibt heutzutage immer wieder solche Sachen da, also Konferenzen oder sowas, fahrt mal hin, da wird Salbungübertragung sein oder so. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Weil die Salbung funktioniert dann, wenn du die hingegeben hast. Wenn Jesus über dich verfügen kann, wenn du mit ihm lebst, dann bekommst du auch die Kraft. Ansonsten wäre es so ähnlich, als ich kann so mich jetzt, wie soll ich das darstellen, wenn ich jetzt irgendwelche Waffen kaufen würde, ja, man kann irgendwo Waffen kaufen, oder irgendwelche Auszeichnungen, oder auch eine Uniform von einem Soldaten. Man kann das alles erwerben, ohne dass man wirklich Soldat ist. Verstehen wir das? Ohne dass man das wirklich durchlebt hat oder irgendwelche Rang da bekommen hat. Man kann sich auch irgendwas hier drauf machen, ich werde der und der, aber du bist an sich nichts, weil du das nur gekauft hast. Du hast das nicht im Laufe des Lebens erworben durch das Leben, durch deine Leistungen. So ähnlich ist es auch im Geistlichen. Du kannst das nicht einfach erwarten, ach, ich bekomme das jetzt und jetzt bin ich ein General des Glaubens, das geht nicht. Du gibst dir hin. Du unterordnest dich, du demütigst dich, du suchst Gott, du lebst wie Jesus und dann bekommst du auch die Salbung wie Jesus. So funktioniert das. Abkürzungen gibt es da nicht. Mein Lieben, damit wir ein überflüssiges Leben haben, müssen wir uns dem auch ausliefern, der uns erfüllen möchte. Ein Gefäß, wir sind alle Gefäße, ein Gefäß, wenn dieses Gefäß zu ist oder was, wenn derjenige, der das Gefäß füllen möchte, über das Gefäß nicht verfügt, bleibt Gefäß leer. Damit wir Gefäße erfüllt werden können, müssen wir uns dem, der uns erfüllt, hingeben, damit er uns erfüllt und damit wir dann auch Leben im Überfluss haben. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns hingeben, nicht nur ein bisschen opfern. Wir opfern immer wieder mal ein bisschen was. Gott erwartet aber eine volle, totale Hingabe. Ein Huhn und ein Schwein gehen durch ein Dorf. Und da sehen sie eine bettelarme Familie. Sehr, sehr arme Leute, die haben nichts zu essen. Und sie waren so barmherzig, haben überlegt, ja, was sollen wir denn machen? Wir wollen doch den Menschen, denke ich, wir helfen. Komm, wir helfen denen. Wir geben denen das, was wir so haben. Und dann sagt das Schwein, ja, für dich ist es ein Opfer, ein Ei. Und für mich totale Hingabe. Absolute Auslieferung. Meine Lieben, Jesus Christus hat sich total ausgeliefert. Er ist draufgegangen. Es war nicht nur ein bisschen Opfer. Er ist draufgegangen.
Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist dafür auch, dazu ist er auch gekommen, sagt die Bibel. Dafür ist er gekommen, um zu sterben, damit wir leben können. Und er möchte, dass wir uns mit ihm vereinen, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, in seinem Leben. Und das geschieht durch Hingabe. Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Wir wollen daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat, was er uns ermöglicht hat. Wir wollen ihn ehren, seine Tat würdigen. Er ist herrlich, er ist König. Und das Gute daran, er zwingt uns nicht. Er zwingt uns nicht. Er steht da und sagt, bitte, vertraut mir doch. Bitte, ich will euch das nicht Schlechtes. Auch wenn es vielleicht hier und da euch das so scheint, aber auch wenn da Leiden kommt, trotzdem am Ende werdet ihr gesegnet sein. Er möchte, dass wir ihm voll und ganz vertrauen, unserem herrlichen Jesus Christus. Halleluja. Und er möchte, dass wir von ihm lernen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Weg zur Ehre ist klar. Der Weg nach oben führt nach unten. Amen. Wenn wir es lernen, uns Gott hinzugeben, werden wir vieles erleben, was Gott uns geben möchte.